Day in Paradise und wieder anders als gedacht. Eigentlich wollten wir heute wirklich schwimmen gehen, aber heute ist das Wetter wirklich schlecht. Es ist schon seit heute Morgen bewölkt und sieht wirklich nach Regen aus. Hat ja dann keinen Sinn. Aber deswegen nutzen wir jetzt die Ja, guck Chance. mal, das Rockfestival ist hier, guck mal. Ah ja, hier ist gerade so ein Rockfestival, so ein bekanntes von Sada. Nicht von Sada, von Rokupoljica heißt das. Also Rock hier in der Ortschaft. Okay, also auf jeden Fall Rockfestival. Und wir fahren jetzt nach Split, schauen uns mal da die Altstadt an und dann eventuell schauen wir mal, wie weit wir kommen, wie viel wir heute schaffen, wie müde wir sind und wie alles klappt. In diesem Sinne, eine tolle Tour für euch durch Dalmatien, wo wir jetzt schon überall waren in den paar Tagen. Ist ja wirklich Wahnsinn. Alles klar, bis dann, Tschüssikowski. So, wir sind schon in Split, aber finden irgendwie den Weg nicht, weil die Straße an den Hafen, die wir normal gefahren sind, ist jetzt, darf man immer lang fahren, warum auch immer. Und ja, auf jeden Fall, die Fahrt hierher ging also ruckzuck, flott. Also wir sind es eigentlich gewohnt, dass hier in Split mehr Verkehr ist und mehr Stau, aber es ist anscheinend ein sehr guter Tag, an dem wir jetzt hierher gekommen sind. Toi, 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 dass es auch so bleibt. Und wir versuchen jetzt einen Parkplatz zu finden und dann gehen wir in die Altstadt an den Diokletianpalast, an die Riva und ja, mal gucken. Genau, let's do this and after that we go to Drogir. So, und dann zum Glück standardmäßig den besten Parkplatz direkt hier gefunden an der Riva. Also hier direkt gegenüber ist der Hafen und auch der Fährhafen, wo du übersetzen kannst, auch die vielen Inseln, die es hier gibt. Aber jetzt gehen wir erstmal schnell direkt hier zum Diokletianpalast, genau. Welcome to Split. Und hier oben fängt es dann auch schon an mit dem Diokletianpalast. Hier bist du runter die Riva. Also hier oben bis da runter. Hier war's und 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 war's. Überall war's. Überall Schiffe. Hafen. Ne? Hier bist du Bescheid. Das ist eine ganz aggressive Stimmung an diesem Split-Schild, Split-Aufsteller. Ja, die Engländer hier. Die sind alle ein bisschen aggressiv von Natur aus. Ich weiß jetzt nicht, ob wir uns irgendwo vordrängeln. Drängeln wir uns gerade vor? Mama, geh doch hin! Hallo Mama, geh doch schnell hin! Hier live für uns, für euch später im Recap im Diokletianpalast. Ziemlich in der Mitte. Hier ist anscheinend auch gerade eine Hochzeit im Gange oder irgendwas. Auf jeden Fall sind da drin die Fanfaren unterwegs. Ja, also ich weiß noch, als ich kleines Kind war, hier war also vieles kaputt, vieles heruntergekommen. Das haben sie sehr, sehr schön restauriert. Und das sieht man auch hier an dem Sandstein. Kann ich wieder reinzoomen. Das war früher von nicht ganz so guter Qualität. Ne? Also das haben sie sehr, sehr schön aufgebaut, wieder aufgebaut und. Und hier natürlich wird das alles ausgeschlachtet. Game of Thrones, Souvenirs. Und husch. Also wir waren jetzt kurz ganz, ganz schnelle Tour gemacht hier durch die Altstadt. Aber richtig schnelle Tour vom Feinste. Jetzt gehen wir was essen. Und im Anschluss geht es dann weiter nach Trogir, weitere Insel. Aber mal gucken, was es hier drüben überhaupt zu essen gibt. Weil es sieht nicht wirklich so seriös aus. Wir haben jetzt hier eine Bar gefunden, ein Restaurant, ein Bar-Restaurant, keine Ahnung, on the hand, Scheißdreck. Was haben wir uns bestellt? Alle bekommen ja Brot, Eiwa, Pommes frites, das ist das übliche Gedeck. Und ja, Kaffee, Wasser. Und irgendwie bin ich schon fertig durch die Stadt. Wir essen das, wir putzen das auf und dann geht es Richtung Trogir weiter, genau. Klassischen Opfer der klassischen Touristenfalle. Komm rein in den Laden, da habe ich noch mehr. Und keine Ahnung, was da die ganze Zeit ausdiskutiert wird. Wie heiß der Preis ist. Harrison, was machst du? Ich bin mal gespannt, was die Beute denn überhaupt war. So, und was ging's? Habt ihr Geschäfte gemacht? Ich habe die Aloe Vera. Karte von dir gegeben. Ja. Habe ihre Nummer genommen und gesagt, soll ich die Geschäftspräsentation machen. Die hat ja alles versprochen, ne?
dass sie alles macht. Nee, ja, sie weiß nicht, aber sie wird am Dach bleiben. Okay, gute Wiese. Nice, diese Unterbodenbeleuchtung hier. Wow. Komm zu mir. So, Drogir ist vorbei. Jetzt geht's ab nach Schibenik. Letzter Stopp für heute. Eigentlich sind wir alle schon müde, aber da wir schon hier in der Kante sind und deswegen, ja, schnelle Runde. Ja, Drogir ist definitiv immer eine Reise wert, würde ich sagen. Ist wunderschön, wunderschöne enge Gassen. Klar, die gibt es in Split und Zadar und überall, hier in Dalmatien auch. Aber hier finde ich es besonders schön, auch mit dem Hafen. Ist ganz, ganz toll und wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Another day in Paradise. Bisschen bewölkt, aber trotzdem gehen wir heute endlich wieder schwimmen. Ich bin mal echt gespannt. Zeige ich euch mal. Meine Lieblingskurve, die kommt nämlich gleich. Heute strahlt das Meer leider nicht so, weil die Sonne nicht so reflektiert. Aber das ist so der allerschönste Blick, finde ich. Wenn wir so die Kurve fahren, dann blüht mein Herz, dann weiß ich, wir sind da. So, angekommen hier am Favorite Place. Heute schön ruhig das Meer, wie man sehen kann. Kaum Wellengang und gar nichts. Da kann man direkt reinjumpen. Aber auch hier oben die Wolken. Nicht so prickelnd. Aber es ist trotzdem schön warm. Ich glaube, wir haben jetzt gerade so 26, 27 Grad. Das Wasser dürfte auch gut warm sein. Deswegen, let's go. Kurzer Abstecher nach Lubac, eigentlich wollten wir ins Bistro Rocco, aber das macht erst um 17 Uhr auf. Jetzt einfach mal hier der Sandstrand von Lubac, also man sieht schon hier, man kann ziemlich weit reinlaufen, also optimal für Kinder. Da hinten haben sie auch neu eine Strandbar gemacht und es ist Sandstrand, wie sich ja das jeder immer so wünscht. Also ja, hier einmal Lubac. So, jetzt haben wir es hier nach Nien geschafft. Das haben sie echt super schön ja, in die Reihe gebracht, restauriert und gemacht. Ein bisschen was für die Touristen, aber auch für die Einheimischen natürlich. Und ja, hallo. Gute Laune ist angesagt. Ne? Und du pass auf, wie du laufst. Du bist wieder fast hingelegt. Ist das nicht super? So, und jetzt geht es auch wieder schon schnell zurück. Wo geht es jetzt noch hin? Nach Saturn. Oder ich glaube nach Saturn. So. Da vorne ist die lustige Brücke. Hier das Meer, Moor. Ich weiß nicht, ob man das so gut sieht. Geht nämlich so ein bisschen hoch. Okay, what is this? The East Pass. Yeah, so schön. Ein bisschen rutscher. Das ist die Riva hier von Vir. Richtig schön gemacht. Auch die Sonnenschirme hier, die man sich nehmen kann. Hier
mega flaches Wasser. Das ist auch wieder gut für Kids, weil es wird erst da hinten so richtig tief. Und ja, hier kannst du auch schön davor parken. Kleines Café da hinten. Da haben wir gerade uns eine Fickkarte gezogen. Und ja, jetzt geht es weiter nach Saturn. Saturn wollen die Herrschaften. Also das war wirklich ein kurzes Intermezzo hier auf Saturn, in Saturn, um Saturn. Was habe ich gesagt? Was wir jetzt machen? Sada. Nach, also Sada zurück. Wir müssen, glaube ich, eh tanken für morgen, weil morgen geht es nach Dubrovnik, okay. Nach Dubi. Aber was wollte ich noch machen? Was machen wir? Wir brauchen Inhalte, wir brauchen Content. Ja, durch die Stadt jetzt ist es eh so angenehm von den Temperaturen. Und den Kleinen müssen wir auch noch mal einchecken hier. Come on. Ach, guck mal, ist das nicht? Das ist doch richtig nice. Very fun. Maybe. Little rain. Oh, da scheinbar Bock auf Party, dann muss ich hier warten. Pepco, alles so nice, da. So much to see. Was ist los? Was ist los? Ja, was war denn so much to see? Ah ja, inside, I'm not even finished, der closing. Ach so, die machen zu. Ja. Paar Minuten. Where is your wife now? Na, aufs WC, da hinten. WC? Ja. Oh, that is very good, they have WC here. I find it very good. Ja, musst du auch auf WC. In Deutschland, they don't have a WC at all. Oftmals haben sie keins, ja. No, I don't need, we are going home, right? Auf jeden Fall gehen wir noch tanken jetzt. Ja. We are in Supernova, hier gibt es einmal Fritulle. Die Mutter hat immer U-Stippke gesagt. Allerdings, das sind verschiedene. Ja. Oh, ich liebe es, wenn die Kamera auf ihn geht, weil dann muss er lachen. Wie soll er 24 Stunden die Kamera auf ihm haben? Okay, Fritulle. Und das hier ist der neue Laden mit Palatschinken, Langosch und Fritulle. So, mit Nutella, Palatschinken, best ever. My mother is lost somewhere. Hier, wir waren gerade hier in diesem Pepco-Laden, der ist ganz gut, muss ich sagen. Die erste Filiale hat schon in Berlin eröffnet, ist so vergleichbar mit Action und Teddy. Ist ein polnisches Unternehmen. Und ja, kommt jetzt eben auch nach Deutschland. Hier drüben haben wir Kick. Hier irgendwie ein Sportgeschäft. Miller. Da ist so ein ganz cooler Zooladen. Warte, ich laufe mal. Ob ich den euch zeigen kann. Also der ist echt cool. Also nicht ein Zooladen, das ist so eine Tierhandlung. Hier ist echt ganz cool. Hier. Zoo City heißt es, finde ich echt ganz gut. Falls ihr Tiere habt und in Kroatien seid, lohnt sich. New Yorker, Müller, aber grundsätzlich, ihr seht hier unten, ist ein Spa drin. Ja, es ist eine Shopping Mall, gibt halt verschiedene Geschäfte da drin. Seht hier der Harrison, der will unbedingt, dass ich komme. Vermisst mich. H&M gibt es jetzt hier und alles Mögliche wirklich. Und ja, wir warten jetzt noch auf meine Mutter und dann gehen wir. Ja, also die Mall hat jetzt schon zu, die Lichter sind aus, fast. Meine Mutter, keine Ahnung, wo sie ist. Ich wollte nur noch mal sagen, was hier für Geschäfte sind. Hier steht es nämlich schön, also Müller hat schon gesagt, New Yorker habt ihr gesehen, Deichmann, DM, H&M, McDonald's, Zara. Pull Bier, Bershka, Mango, C&A, S. Oliver, Hu, Humanic oder wie spricht man das aus? Was richtig cool ist, ist ein Nike-Store, ein Adidas-Store, aber auch diverse Sportläden, so wie man, also sogar ein Snipes gibt es hier und so ähnliche Läden wie Snipes. Also nochmal Schubidoo ist so ein bisschen, würde ich sagen, wie Snipes. Und das Europa 92 ist auch so ein Sportladen. Es gibt ein Douglas, also man kann schon ein bisschen hier shoppen, würde ich sagen.
sich die Zeit vertreiben, wenn das Wetter nicht schön ist, wenn man keine Lust mehr hat auf Strand und bis 22 Uhr geöffnet, finde ich auch ganz gut. Und der Palatschinkenladen ist mega und es gibt hier noch einen Laden mit Zimtschnecken. Ja, den gibt es hier auch noch. Also man kann sich hier auch ein bisschen verköstigen. Und meine Mutter steht da drüben, ich sehe sie. Da ist sie. Mami! Another day in paradise. So, wir sind jetzt auf dem Weg nach Dubrovnik. Also nein, erstmal fahren wir nach Baška Voda, dann fahren wir nach Makarska, dann fahren wir nach Dubrovnik. Liegt aber alles auf dem Weg. Aber als allererstes gehen wir zu unserer Lieblingsbäckerei und holen uns was für to go. Und ja, dann tritt der Mama aufs Gas und lasst es mal laufen, gell? Immer nach Vorschrift hier. Keine Geschwindigkeitsüberschreitungen, Übergrenzungen, wie auch immer. Ich bin auch müde, aber... Ja. Gib Kit, lieber Michael. Wieso? Wieso? Schumacher. Es läuft doch nichts davon. Was läuft denn jetzt hier davon im Urlaub? Doch, man kann hier ein bisschen so das Ambientement mitnehmen. Ambientement, meine Güte. Pecara Palma. Was ist Pecara? Bäckerei. Okay, Pecara. Wo will der hin, der Kollege fährt runter? In Malay Word Pecara, they have also this word. Sollen wir auch mal da runterfahren? Ja, wir fahren abends. In Malay Word is office, Pecara. Ja? Ja. Lori. They have this word on the for office. So, wo gibt es hier Parking? Parking? Weil da sind wir auch schon am Hafen, oder? Am Hafen, ja. Da geht nichts mit Parking. Du hast noch gar nicht geguckt. Ich meine hier an der rechten Seite, wo wir gerade hier vorbeigefahren sind. So, hier. Okay, der bleibt stehen, der Kollege. Das ist der Hafen von Baška. Ah, da vorne ist eine. Bioda. Da fahren wir hin. Ah, da vorne ist auch. Polako, Polako. So, angekommen hier in Baška Voda. Ganz kurz. Da wollte mich abziehen. Der, und zwar vorne der Kassenautomat für das Parkticket ging nicht. Da wollte er gleich hier, das ist jetzt gerade Storytime, wollte er gleich hier uns Strafzettel geben. Er hat gemeint, ob wir diese und diese wären. Da habe ich gesagt, nein, wir sind gerade haben eben geparkt. Kannst du gucken, das Auto ist noch heiß, ne? Also warm vom Fahren. Und genau, auf jeden Fall jetzt hier 4 Euro für eine Stunde bezahlt. Ja. Jawohl, hier schön der Hafen. Luka, Gaženica, was weiß ich. Du hast keinen Hunger. Oh, das war ein kurzes und feines, schnelles Intermezzo. Kurz und fein? Ich war noch nie so unnötig irgendwo parken, aussteigen und wieder einsteigen. Also ich fand voll gut. Der Hafen war schön. Es gab schöne Kulissen, um Bilder zu machen. Alter, du hast die Hauptsache. 2 Meter auf dem Steg bewegen. Und außerdem wollte ich meinen Hund füttern. Da hat der eine schöne Location zum Futtern gehabt. Ja, aber er wollte nichts, hat auch nichts gebracht. Aber film mal da runter, da runter. Ja, jetzt sind wir auf dem Weg nach Markowska. Das ist nur 9 Kilometer von Baška Voda entfernt. Und es ist alles in der Nähe von Split. Von Split. Und da reden wir nicht vom Eis. Vielleicht wurde das Split-Eis ja nach Split benannt. Ach, weißt du das? Ich werde es gleich mal googeln. Genau, da. Wie schön das Haus hier ist, mitten im Fels. Wow. Na, 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 na. Wir betrachten mal das Gemälde da. An der Wand. So, jetzt geht es hoch ans Björkowo-Gebirge. Die
das ist das Björkerogebirge. Und da fahren wir jetzt hoch. Das ist geregt. Das ist warum sehr darf man hier hoch links nicht runterschauen? Nee. Wenn man es mit der Höhe hat. Hat der Bart gesagt? Nee, das sagt der Domagoj. Sagte Dimigi. So, Björkerogebirge und da sind jetzt Pferde. Und zum Teil halt auch auf der Fahrbahn. Deswegen geht es hier ein bisschen langsamer, aber sehr schön. So, das ist der Skywalk. Björkowo. Skywalk. Das ist schon krass. Das ist schon etwas beängstigend. Oh je. Uiuiui. Hält sich da unten auf im sicheren. Das ist schon mega Aussicht. Also ich bleib mal auf der sicheren Seite hier. Also ne, ich sterbe. Ich sterbe komplett. Jenny. Jane, du bist schon zurück. Jenny ist da hinten. Wie war's? Noch ein paar Insights, bevor ich ein bisschen aufregend. Drauf. Ja, du solltest mal rauskommen aus deiner Komfortzone. Komfortzone, ich sterbe, Alter. Ich so, okay. Ah, du spinnst. Ich war auch. Gib mir mal das Ding, ich geh nochmal mit dem. Sehe, der Österreich war, das Kreuz da. Wie heißt das? Dieser Kreuz hier in Deutschland. So, dann das Ganze nochmal. Ich habe mich getraut, ich bin aus mir rausgekommen. Okay, jetzt darf ich bloß nicht gucken. So, auf ein neues. Recht schnell. Einmal über den Skywalk gehuscht. Langsam. Drüber, irgendwie sind hier irgendwelche Käfer. Gott sei Dank kann ich spinnen, Käfer geht noch. So, einmal drüber. Mal gucken, ob der Domagoj sich doch traut oder nicht. Bin gespannt. So. Also wir sind jetzt hier an der Makarska Riviera. Also wir haben es von Björkowo oben runter geschafft. Ja, ja, wie immer standardmäßig ein paar Yachti. Schöner Abend. Grün Patapici. Da vorne. Harrison. Hier einmal da. Hi. Komm. Gehen wir weiter. Weil da drüben, wenn wir jetzt quasi einmal die Straße überqueren und dann reingehen, ist das ganz, ganz schöne Altstadt. So, und schon geht's auf. Wir haben gerade eben noch einen Kaffee getrunken. Aber jetzt geht's auf Richtung Dubrovnik. Und ich sag mal so als kleines, kurzes Fazit, erstes Fazit. Du kannst hier überall so schön Urlaub machen. Die Seele baumeln lassen. Das Wetter genießen. Und ja, auch einfach mal sich da so nur hinhocken. Leute gucken, dies, das. Und ja, es ist einfach wieder ganz, ganz toll. Ne? Eis essen. Eis essen.
Und ja, was soll man sagen? Und jetzt geht's ab die Post nach Dubrovnik. Dort treffen wir uns erstmal auf dem Parkplatz mit dem Vermieter, weil Parken in Dubrovnik ist echt richtig, richtig teuer. Wir waren letztes Jahr schon mal da und wir haben hier beim Apartment einen Parkplatz, den wir anmieten konnten. Ja, also sind wir mal gespannt auf Dubrovnik. Die Brücke, die nach Dubrovnik führt, die ist erst seit letztem Jahr eröffnet, wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt, man kann mittlerweile, ohne das Land zu verlassen, nach Dubrovnik. Vorher musste man immer quasi durch Bosnien. Und die Brücke wurde gebaut von Chinesen. Aber auf jeden Fall ist das eine tolle Brücke. Wir halten eh gleich nochmal an der Brücke, weil da haben sie Aussichtsplattformen gebaut. This is from Dubrovnik Zoo. So, wir sind jetzt hier an der Pelješki Most. Ich versuche jetzt hier mal ein bisschen zu filmen. Ein bisschen schwierig gerade mit Hund, Handy und Vlogging Cam. Aber ich gebe mein Bestes. Ja, also ihr seht hier die Brücke. Und ach, lieber Gott. So, das war jetzt der Hund. Doma lässt jetzt hier auch mal die Drohne steigen. Der hat letztes Jahr schon mal Aufnahmen gemacht, aber irgendwie anscheinend gelöscht. Und hier unten finde ich auch ein ganz cooler Spot zum Schwimmen. Ich weiß zwar auch nicht, also man kommt da irgendwie hier drüber her. Ist ganz cool gemacht. Ja. Gerade über die Brücke. Mommy, see the bridge? There. Yeah. Another bridge? Yes. Why like that? The bridge to Dubrovnik. So, jetzt fahren wir über die Brücke nach Dubrovnik Städtchen. Das ist die Franje-Tütschmann-Brücke. Wie schön das aussieht. Mhm. Das letzte Mal war hier ein riesen Kreuzfahrtschiff, ne? Mhm. Ja. Und auf der Eagle Manager Rally nächstes Jahr geht's auch nach Dubrovnik.